Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesamt für Verfassungsschutz stuft AfD offenbar als Verdachtsfall ein. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird die Partei nun vom Verfassungsschutz beobachtet. Dies geschieht, wenn hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegen. Bisher wurde die AfD als Prüffall geführt. Öffentlich wollte das Bundesamt die Nachricht nicht bestätigen. Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. Laut einer vorläufigen Beschlussvorlage soll der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Allerdings könnte es von Montag an auch erste Lockerungen geben. Ungarische Regierungspartei Fidesz verlässt EVP im Europaparlament. Das teilte der ungarische Ministerpräsident und Fidesz-Vorsitzender Orbán mit. Die Partei ist damit einem Rauswurf zuvorgekommen. Die EVP hatte den Weg für den Ausschluss bereits freigemacht. Fidesz wird vorgeworfen, demokratische Grundrechte in Ungarn einzuschränken. USA treiben Impfkampagne voran. US-Präsident Biden erklärte, bis Ende Mai könnten alle Erwachsenen im Land ein Impfangebot bekommen, 2 Monate früher als geplant. Um die Schulen wieder zu öffnen, sollten noch im März alle Lehrerinnen und Lehrer geimpft werden. Tote bei Protesten gegen Militärputsch in Myanmar. Nach Medienberichten wurden mindestens 9 Menschen getötet. Es gab zahlreiche Verletzte. Sicherheitskräfte setzten neben Tränengas auch scharfe Munition gegen Demonstrierende ein. Großbritannien beantragte deshalb eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Das Wetter: im Norden und Nordosten noch Nebel oder Hochnebel, sonst heiter bis wolkig. In Küstennähe länger neblig trüb, Höchstwerte 3 bis 19 Grad.